Hey, hey, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, bei einer neuen Folge Let's Play Expeditions Viking. Wir sind hier unterwegs aufs Jylland und zwar in der Nähe von Skjerninge. Wir können uns das auf der Karte angucken. Skjerninge ist dieses Dorf hier unten. Und hier oben ist der Grabhügel, ein Königsgrab. Wir haben uns hier den Weg freigeschnetzelt. Etwas. Wie soll man sagen? Grausam und rücksichtslos vielleicht. Wobei das alles ein bisschen sehr mysteriös ist. Der Godi von Skjerninge, der hat versucht oder hat verlangt, dass wir Menschen opfern sollen, bevor wir hier reingehen. Und das haben wir aber abgeschlagen. Und jetzt sind wir hier zu diesem Eingang gegangen, der bewacht wurde von 4 sehr gut ausgerüsteten Kriegerinnen und Kriegern mit fränkischen Kettenhemden und sächsischen Schwertern und so weiter. Und die aber keine ausgebildeten Krieger waren. Also es scheint alles so ein bisschen Show zu sein. Wir waren jetzt so brutal und haben die einfach abgemeuchelt. Und jetzt begeben wir uns rein in das Königsgrab. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ob da noch mehr Krieger sind. Ui, das sieht aber komisch verstrahlt aus. Schaut mal. Sind das giftige Dämpfe? Oder was ist das hier? Du zwängst dich an dem Stein vorbei und betrittst das Grabmal. Der widerliche Gestank, so faulig wie der eines Abfallhaufens, bereitet dir heftige Übelkeit. Überrascht siehst du, dass der Raum vor euch von flackerndem Kerzenschein beleuchtet ist. Ein paar Schritte weiter den Gang hinunter kommt zum fäulnis Gestank noch eine weitere Nuance dazu. Ein abgestandener, erdiger Geruch, den man beinahe auf der Zunge schmecken kann. Dir wird langsam schwindelig. Alle stehen unter Drogeneinfluss. Oha. Der Gang ist zwar nur ein Dutzend Schritte lang, doch es kommt dir wie eine Meile vor. Deine Begleiter stolpern einer nach dem anderen verwirrt aus dem Gang heraus. Der blasse Lichtschein lässt sie blinzeln. Im Raum vor euch tanzen Schatten an der Wand. Du hörst ein leises Ächzen und das schabende Geräusch von Metall, das über den vermodernden Boden geschleift wird. In deinem Kopf dreht sich alles. Und da kämpfen wir gegen irgendwelche Wesen. Okay. Bin mal sehr gespannt, wie sich der Drogeneinfluss hier jetzt auswirken wird. Wir versuchen mal, diesen Zugang hier zu blockieren und die auf uns zukommen zu lassen. Kann man das sehen, was unter Drogeneinfluss macht? Nee, eliminiere alle Feinde. 3 verbleiben. Feindliche Verstärkung wird in 3 Runden eintreffen. In 5 Runden eintreffen. In 7 Runden eintreffen. Die kommen wahrscheinlich überall hier raus, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden mal abwarten, was passiert. Sind das Geister oder kommt uns das nur so vor, weil wir unter Drogen stehen? Aber die müssten dann ja auch unter Drogen stehen eigentlich, ne? So, wir greifen erstmal mit den Speerkämpfern an. Und Kettil kann auch, ja, sehr gut. So, ausgeschaltet. Okay, das Problem ist, dass wir da nicht näher rankommen. Und dass Aslife keine freie Schussbahn hat. Wir machen mal einen Sturmangriff, auch wenn das über ein Feld natürlich jetzt nicht so viel bringt. 60 Schaden, okay.
und gehen dann mit Aslife hier rüber, um den Fernkampfangriff noch auszulösen. Verfehlt, aber geplagt. Und was hat sie? Eine Schleuder. Hoffnung, dass sie von hier angreifen kann? Nein, kann sie komischerweise nicht. Kann sie irgendwas anderes Sinnvolles machen? Beschützen? Machen wir mal. Er demoralisiert uns weiter. In der nächsten Runde kommt feindliche Verstärkung, was auch immer das halt bedeutet, ne? Machen hier nochmal den nächsten Sturmangriff. Und haben dadurch den Blutrünstig-Trade. Okay. Sturmangriff mit Aslife. Ist sogar sehr erfolgreich. Okay. Tja, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt alle da reingehen? Oder was machen wir jetzt? Wir verschanzen uns da vielleicht so ein bisschen, würde ich sagen. Also wir wissen ja nicht, von wo die nächsten Gegner kommen. So, und Aslife wird hier unseren... Ach, das ist gar nicht Aslife, ist Eidis. Die wird unseren Rücken jetzt decken. Ja, sie kommt tatsächlich hinter uns raus. Okay. Oh, und alles ist betäubt. Das ist schlecht. Sie demoralisieren uns. Ja, okay, dann hätten wir uns doch anders aufstellen sollen. Naja. Jetzt ist das Problem, dass wir da halt nicht rauskommen aus der Lücke. Können wir sie heilen? Nee, gereicht nicht. Wir müssen direkt rankommen. Ah, das ist ja jetzt ätzend. Wobei halt, er hat ja auch einen Bogen. Kann er hierhin angreifen? Kann er natürlich nicht. Ach shit, das war jetzt ein Fehler wahrscheinlich, dass wir da reingerückt sind. So, wir werden weiter demoralisiert. Und Eidis ist immer noch betäubt. Nefja ist die einzige, die jetzt hier angreifen kann. Das ist... Ah, ist das ärgerlich. Er kann auch nicht rausschießen. Oh, verdammt. Eidis, wach auf. Jo, jetzt sind da noch mehr. Sie demoralisieren uns alle und in zwei Runden kommen noch mehr feindliche Verstärkungen hier rein. That crunch was your maker calling you home. Okay, hervorragend. So. Eidis jetzt zum Sturmangriff. Kriegt nochmal natürlich den Gelegenheitsangriff ab, aber das ist egal. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier aus dieser Lücke rauskommen. Und dafür werden wir jetzt mal mit Nefja auch hier rüber gehen. Kann die zwar nicht mehr angreifen, aber egal. Kettil kann mal eben den da in der Ecke ausschalten. Alles klar. Kann er sich weiter bewegen? Nee, kann er nicht. Dahin, nee, dann blockiert er den Weg. Das geht nicht. Wir müssen mit Aslife hier hinkommen und dann so angreifen. 68 Schaden, das ist natürlich schon mal ganz gut. Und dann gehen wir jetzt mit Ragnar hier hin. 30 Schaden, okay. So, und dann kann Aslife einen Sturmangriff
durchführen, auch wenn das wahrscheinlich wieder nicht nötig gewesen wäre, aber... So, können die sich bewegen? Nee, die haben alle ihre Bewegung aufgebraucht. Okay. So, wir werden wieder demoralisiert, aber Nefja ist zumindest dem Schaden hier ausgewichen. Oh, der greift Kettil an, der natürlich mit seinem Bogen da kaum was auszusetzen hat dagegen. So, wir werden hier, kriegen zwar den Gelegenheitsangriff rein, werden jetzt aber mal Sturmangriff machen, um den auszuschalten. Das war erfolgreich. Und dann kann Sieglöck nämlich auch hier einen Sturmangriff durchführen. Hat er nochmal durch blutrünstig erhöhten Schaden. Ragnar mit seinem Speer. 28 Schaden. Ja, ist okay. Und Kettil müsste ihn jetzt ausschalten können. Kriegt nochmal einen Gelegenheitsangriff. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er... Oh, dass er hier einen Gelegenheitsangriff reinkriegen kann. Bringen wir ihn mal in Sicherheit. Er kann heilend leider nicht einsetzen, weil er keine freien Aktionen mehr hat. Hm. 32 Schaden ist jetzt auch nicht so viel. Verdammte Axt. Todesstoß. Nicht die richtige Waffe für Todesstoß. Hm. Für 50 Schaden. Ja, mehr können wir da nicht ausrichten. Wir müssen hoffen, dass Eides die Runde übersteht, ne? Versuchen mal, sie ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Dann kann Kettil sie vielleicht heilen. Nächste Runde. Und da kommen die nächsten Gegner. Ja, so viel zu... So viel zu Kettil. Und Nefja ist betäubt. Ja, dann muss Sieglöck nach vorne gehen hier, Sturmangriff. Okay. Ragnar aus der zweiten Reihe. 20 Schaden, das ist ja nix. Eides, was hast du denn noch für eine Waffe? Eine Schleuder. Und Aslaif, der könnte im Sturmangriff den hier ausschalten. Oder die. Sehr gut, okay. Ist die Frage, ob wir hier mit der Schleuder angreifen könnten. Ja, wird kaum Schaden machen, aber egal. Immerhin geplagt dadurch. So, sie demoralisieren uns wieder. Aber wenn wir die besiegt haben, dann ist der Kampf hier auch vorbei. Okay, nice. Kann irgendwer von euch heilen? Nee, ne? Machen hier mal beschützen. Verfehlt den Fernkampfangriff. Egal. Die Verletzungen verschlechtern sich. Oha. Das heißt, wir müssen überlegen, ob wir, bevor wir gegen diese Räuber dann kämpfen, vielleicht sogar nochmal rausziehen und uns heilen. Oder halt gar nicht gegen sie kämpfen. Das wäre die Alternative. Wieder verfehlt. Waghalsiger Schlag hat fast den Schild zerstört. Oh, aber kritischer Treffer durch blutdürstig wahrscheinlich noch. Vorrangt.
kannst du ihn mit der Schleuder treffen und besiegen. Verfehlt. Alte Scheiße. Kann Nefja nochmal einen Schlag setzen? Ja, das sollte den Sieg bringen. Hervorragend. Aber blöd, dass wir jetzt da so viele Verletzungen erlitten haben. Und zwar Ketil. Ja, Ketil, mittelschwere Stichwunde im Bein. Und die Rüstung beschädigt, okay. Das letzte Ding fällt heiser röchelnd zu Boden. Deine Gefolgsleute werfen einen kurzen Blick auf die Leichen und schütteln dann die Köpfe, als wollten sie damit den Schleier über ihre Wahrnehmung lüften. Aldis vergewissert sich, dass nichts mehr übrig geblieben ist, was sie vielleicht anspringen könnte. Als sie nichts findet, spricht sie dich an. Was zur Hölle war das? Wir untersuchen mal die Leichen. Du beugst dich über eine der Leichen und konzentrierst dich mit ganzer Kraft darauf, den Nebel von deinem Geist zu lüften. Und tatsächlich erlangst du einen Moment der Klarheit. Das Leuchten der Leiche wird für ein paar Sekunden deutlich schwächer, sodass du einen Augenblick lang das Gesicht eines ausgehungerten Mannes erkennen kannst. Sein Mund und seine Hände sind blutverkrustet und seine Kleidung ist völlig verschmutzt und verschlissen. Sein Körper ist mit alten Blutergüssen und Wunden übersät. Beruhige dich, Aldis, das waren nur wahnsinnig geworden und ausgehungerte Menschen. Aldis scheint beruhigt zu sein. Holen wir einfach, weswegen wir hier sind und dann nichts wie raus. Gucken wir mal, ob die was bei sich haben. Tatsächlich. Zum Teil jedenfalls. Da scheint ein Schatz zu sein. 21 Preziosen. Fußbeißer, einen Bogen haben wir gefunden. Die Steinplatte ist mit alten Schmuckstücken aus Bronze und Silber bedeckt. Armreife, Ringe, Kelche, Schalen und sogar eine Messerscheide sind darunter. Sie glitzern zart im Kerzenschein, obwohl der Staub von Jahrhunderten sie bedeckt. Ketil starrt die Beute mit großen Augen an. Das muss ja ein Vermögen wert sein. 30 Felle, vielleicht noch mehr. Nehmen wir alles mit. 6000 Preziosen. Du und deine Gefolgsleute füllen die Säcke und Tornister mit Schmuck, bis die Steinplatte leergeräumt ist. Du unterbrichst die Arbeiten kurz, um dir den Staub von den Händen zu schütteln und horchst in die Grabesstille. Falls die Geister der Toten wütend auf euch sind, behalten sie es offensichtlich für sich. Okay, da gibt's noch mehr. Nochmal 15 Preziosen. Da auch. 49. Ah, die Skelette kann man auch nochmal plündern. Da liegt auch noch irgendwas. Hier hinten nochmal gründlich schauen, ob wir auch alles gefunden haben. Nee, da ist noch was. 21. Hier nochmal ein Stück Stoff gefunden. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt alles gefunden, oder? Dann nichts wie raus hier. Oje, oje, was wird uns jetzt draußen erwarten? Sind da die aufgebrachten Dorfbewohner und metzeln uns nieder unter Führung zu Gudi? Wer weiß, wer weiß. Ja, da stehen Menschen. Du verlässt die bedrückende Dunkelheit des Grabmals als letzter. Der Nebel über deinem Geist löst sich auf, als du in die frische Luft hinaustrittst und tief durchatmest. Die existenzielle kleine Freude kannst du jedoch nur sehr kurz genießen. Vor dem Grabhügel hat sich ein wütender Mob versammelt, der mit Heugabeln, Äxten und primitiven Speeren herumfuchtelt. Du bist verblüfft, dass sie in so kurzer Zeit derart viele Menschen zusammentrommeln konnten. Eine Person in der ersten Reihe ergreift das Wort. Es ist Otkel der Gothi. Wie könnt ihr es wagen? Seine mächtige Stimme zittert vor Entrüstung. Ihr wagt es, das Grab zu schänden. Ihr wagt es, euch über den Schutz der Unterirdischen wegzusetzen. Ihr wagt es, den ehrwürdigen König unserer Ahnen zu stehlen. Ja. Mit den Unterirdischen meinst du doch nicht etwa die elenden Narren, die da drin verhungert sind? Erhebt drohend den Zeigefinger.
elende Diebe, erst schändet ihr den heiligsten Ort unserer Vorfahren und dann habt ihr auch noch die Frechheit, euch darüber lustig zu machen. Tja, geh aus dem Weg oder zieh deine Waffe. Ja, da wir jetzt so entschlossen waren und auch am Anfang schon die Leute gemeuchelt haben, um hier reinzukommen, werden wir das jetzt machen. Wir werden unsere Linie fortsetzen. Geh aus dem Weg oder zieh deine Waffe. Uns ist beides recht. Die Rache der Unterirdischen wird über uns kommen. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu besänftigen. Ein Opfer. Tötet die Diebe, meine Freunde. Ihr Blut soll den Makel unseres Versagens hinfortwaschen. Und damit sind wir im nächsten Kampf. Und ja, kommt, den machen wir noch. Haben es hier ja tatsächlich nur mit Dorfbewohnern zu tun. Tut einem schon fast wieder ein bisschen leid. Kettil geht mal einen Schritt nach hinten. Oh ne, das wollte ich nicht. Ich wollte Sieglöck einen Schritt nach vorne bringen. Und Aslife dahin, damit er dann noch Sturmangriff machen kann. Okay. So, eine Frau mit Mistgabel greift Nefja an. Und der Gurvi greift Sieglöck an. Kritischer Treffer, 6 Schaden. Okay. Vier Schaden, ja, okay, das ist also. Sollte jetzt nicht allzu schwer sein, die zu besiegen. Die Frage, ob man dann so stolz drauf sein kann, ne? Wir greifen als erstes mal den Heiler an. Und Nefja wieder. 132 Schadenspunkte. Holy moly. Okay. Ja, dann kann Ragnar den ausschalten. Genau, dann haben die auch alle hier blutdürstig als Trade. Und dann machen wir einen Sturmangriff mit Aslife. Der nur 53 Schaden macht. Ach, das war auch Aidis, nicht Aslife. Sonst hätte mich das jetzt auch gewundert. So, Sturmangriff. Auf. Die da. Die mit der Mistforke. 78 Schaden. Okay. So, taktischer Rückzug. Dort auch. Ziehen sich alle taktisch zurück. Ne, der nicht. Der greift sich Glück an. Oha. Greift mit bloßen Fäusten an. Das tut einem eigentlich fast schon leid hier, ne? 105 Schaden. Also Nefja ist echt drin im Rausch, jetzt würde ich sagen. Machen wir hier mal einen Sturmangriff mit Aidis. Sollte klappen. Jawohl. Ist die Frage, wen greift Kettil jetzt an? Wen haben wir überhaupt noch? Sieglöck noch. Kommt da hinten nicht hin. Dann machen wir mal Sturmangriff hier auf Asbjörn. 65 Schaden. Und Kettil kann ihn dann finishen. Jo, 60 Schaden. Ja, okay. Dann bringen wir Aslife hier schon mal ran an den Feind. Die Leute hier nach vorne, also tut eigentlich nicht mehr Not, aber wir machen es mal nichtsdestotrotz.
So, und der Gozi greift uns wieder an. Aslai verfolgt hier oben die Frau mit der Mistforke. Vefreya. Okay, ja, der letzte Schuss gehört dann Marketil diesmal, nicht Nefja. Okay, alle Feinde besiegt. Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt haben wir hier uns ordentlich durchgemetzelt. Und Ketil ist weiter verwundet. Okay. Es sind zwar ziemlich viele Bauern, aber sie sind nicht ausgebildet und auch schlecht ausgerüstet. Als der letzte gefallen ist, ist das Gras rot vor lauter Blut. Ja, das stimmt. Eides beobachtet das Blutbad. Das muss die gesamte Bevölkerung aus dem Umkreis von einer Meile gewesen sein. Sehen wir uns um, vergewissern wir uns, dass es keine Zeugen mehr gibt. Ja. Ist wahrscheinlich das Beste. So, Lederhelm gefunden. Ja, schade, dass man das nicht irgendwie anders lösen konnte. Also jedenfalls ist mir kein anderer Lösungsweg ja aufgefallen. Also außer Sklaven jetzt zu opfern. Tell me something. How is it that your stews are always so much better than Bjarktis? Hey, what do you have against my mother's stew? Nothing at all, except that Idy's stews are better. Yeah, it's true. Your stew is really good, Idis. What do you put in there? Not about the ingredients. Bjarktis doesn't know how to handle a fire pit. Never did. If you're not careful with the heat, meat will dry out like a cow patty in the sun. Well, I'll never look at stew the same way again. So, hier ist irgendwie ein Aussichtsturm. Kann man aber nicht raufgehen. Aha. Wir müssen jetzt tatsächlich das ganze Dorf auslöschen. Alter Verwalter, das ist aber heftig. Das sagt mir nicht so wirklich zu, muss ich mal sagen. Tja, vielleicht ist das unsere Vorbereitung für die Fahrt nach England, ne? Na gut, liebe Freunde, aber den Kampf hier gegen die verbleibenden Dorfbewohner, den führen wir dann in der nächsten Runde. In der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Und auch in der nächsten Runde. Bis dahin wie immer alles Gute und hey du, euer Lüppe die Kapo.